Shalom Aleichem, wir lernen weiter die Tariag Mitzvot, die 613 Mitzvot. Heute ist die Mitzvah 20, Shelo Yera'elanu Chametz Befesach. Das ist die letzte Mitzvah von Gesetze von Chametz, Gesäuertes. Und hier steht das, soll man nicht sehen, die Chametz. Was steht hier geschrieben? Kapitel 2. Buch Mosche, Schmott, Kapitel 13, Pasuk 7. Matzes soll gegessen werden in die sieben Tage, also soll man essen Matzot in die sieben Tage von Pesach. Jetzt kommt die Mitzwa. Und es soll nicht gesehen werden bei dir Chametz, und es soll nicht gesehen werden bei dir Säuerteig in dein ganzen Gwul. Was heißt das? Was heißt das? Das heißt so. Jeder Mensch hat bei sich sein Besitz, seinen Platz, sein Vermögen. Aber manchmal kann sein, dass jemand hat bei dir gelagert. Bier, Whisky, Nudel, Mehl oder wie auch immer. Früher bei der Mitzvah, Lo Imatze, es war früher noch eine Mitzvah, Mitzvah 11, soll nicht befinden bei uns, Shelo Imatze, soll nicht sein. Jetzt soll man auch nicht sehen, nicht meine und nicht von dem anderen, und soll gar nicht Chametz sein in alle unseren Wohnort, Sitzort und in unseren Grenzen, also im Hof, im Stall, im Lager. Egal, die Menschen in die alten Zeiten haben nicht gelebt so wie heute in eine kleine 2-3-Zimmer-Wohnung. Sie haben gelebt so mit mehr Platz, mit Grundstück. Und auch dort soll man nicht Chametz haben. Er sagt, das ist zwei verboten in zwei Sachen, aber das ist in eine Sache, soll nicht sein Chametz bepessach. Es ist Chametz und Seor. Seor ist das, was wird sauer, Säuerteig. Und Chametz ist diesen Brot oder Pita und Baguette. Das ist alles in die Kategorie Chametz. Und es gibt keinen Unterschied zwischen etwas, was festige Chametz oder Chametz, die wurde später geworden. Die Wurzel von der Mitzvah ist, so wie es steht in die andere Mitzvot von Pesach. Und die ganze Erklärung von diesem Mitzvot steht ausführlich in dem Talmud Psachim. Dort steht ganz genau geschrieben, was bedeutet Lo Imatze ve Lo Irae. Soll man nicht sehen und soll man nicht befinden. Genau die Einzelheiten und die Definitionen, was soll man machen. Diese Mitzvah ist in jedem Ort, in jeder Zeit, Männer und Frauen. Und wenn eine hat sie vergangen, hat gesündigt und er hat genommen Chametz bePesach und er hat das gelegt in seinen Besitz, er wird bestraft, Peitsche, Loke. Aber wenn er hat das nicht vor seinem Pesach von seinem Haus rausgenommen, er kriegt nicht eine Strafe, weil er hat keine Handlung gemacht, um Chametz zu bringen. Also ein bisschen Einzelheiten über diese Mitzwa. Es geht folgendes. Wenn ein Mensch wird gegen Pesach draußen spazieren und plötzlich wird er finden oder ein Kind Brot, er kann das reinlegen in den Mund. Und Hashem hat uns bewahren, dass in ganzen unserer Umgebung soll man nichts befinden. Die Metapher oder die Übertragung von der Idee ist,
Steuer, dass der Jetzerara, dass der böse Trieb, soll man ihm nicht sehen. Nicht im Herzen, nicht im Kopf, nicht in Ecke. Ein Mensch soll sich begrenzen in das, was ist erlaubt, und soll er sich achten von den Verführungen, von den erlaubten Sachen, von dem Jetzerara, von der bösen Trieb. So hat gesagt der Reived, dass man findet eine kleine Sache, und die kleine Sache kann der Mensch ziehen zu der anderen Sache, von kleines Verbot und von kleines Verbot zu schlimmem Verbot, und der böse Trieb wird sich nicht beruhigen und nicht in Ruhe sein, bis er wird den Mensch runternehmen in die Grube. Das heißt, in diesem Verbot, du sollst nicht Chametz sehen, gibt es zwei Sachen, irdische und geistliche. Geistliche soll man nicht sein Chametz, soll ein Mensch nicht fallen in die Hände, in dem Sack, in dem Netz von der böse Trieb. Praktisch in die irdische Sachen, es geht darum, soll man richtig putzen, überall soll nichts bleiben, im Kühlschrank, Tiefkühler, Schränke, Betten, Keller, Auto, alle andere, Baruch Ato Adina Oleinu Melech, Lom Shekhanu Bidvori. Pesach ist so ein Feiertag, wo einmal im Jahr muss man richtig die Sachen putzen und sauber machen, und wissen soll man nicht sein von Chametz. Diese Beschäftigung bringt der Mensch auch ein Bewusstsein, dass er tut was Großes. Er ist beschäftigt mit einer Mitzwa, die ihm erinnert dem Auszug von Ägypten. Die Mutter, der Vater, die Kinder, die ganze Mispoche putzen sehr stark vor Pesach und sagen auch die Nachbarn, nehmen Sie bitte zurück eure Lager oder die Leute, die bei uns momentan befinden. Also es ist ein Feiertag. Pesach ist die Grundlage und die Geburt von dem jüdischen Volk. Darum diese letzte Mitzwa von Chametz am Pesach spricht über Chametz. Ich fasse alles zusammen. Es geht um Bal Yerae, soll man nicht sehen. Es geht über festen Chametz und nicht Davar Shechmitz, Sache, die wurde sauer. Es geht in alle unsere Gvulin, in alle unsere Umgebung. Ob es unsere Besitz oder Besitz von jemand anders, muss man alles wegnehmen. Die Sünde ist nur, wenn ein Mensch hat am Pesach wirklich Chametz gebracht nach Hause, weil er will das später verkaufen, oder Gott behüte, wenn einer will, am 6. oder am 7. Tag schon backen, Chas v'Shalom, Pitot oder Essen für einen Tag vor Pesach. Es ist schon vorgekommen in die Geschichte, dass die Menschen konnten nicht ihren Jetzererei, ihren Trieb herrschen, und sie haben am letzten Tag von Pesach vor der Zeit noch Chametz gemacht. Muss man geduldig sein und erst am Ende von Pesach wieder dem Chametz zu essen. Ich bekomme jedes Jahr Telefon und Fragen von Menschen, wann kann man schon Chametz essen, wann ist die Zeit. Und bis diese Zeit soll man nicht sehen. Es ist interessant, dass am Feiertag von Pesach soll man nicht reden über Chametz. Nicht sagen das Wort Lechem, Chleb, Brot, soll man nicht reden über diese Sachen, um zu wissen, auch in dem Bewusstsein, dass heute ist Pesach.